Liebe Ingolstädterinnen und liebe Ingolstädter, soeben ist der erste Stadtspaziergang in diesem Jahr zu Ende gegangen und ich bin froh und glücklich, dass mich wieder so viele Ingolstädter Bürgerinnen und Bürger mit viel Interesse und Leidenschaft auch begleitet haben. Wir haben heute Abend begonnen auf dem ehemaligen Gießereiareal, haben die Baustelle vom Hotel- und Kongresszentrum angeschaut, die Ende 2021, Anfang 2022 fertig werden wird. Wir haben danach das digitale Gründerzentrum und auch den Anbau angeschaut. Wir haben dabei gezeigt, wie schön dann in Zukunft die Stadtterrasse werden wird, von der aus man dann runter an die Donau schauen kann. Wir haben aber auch dargestellt, wie wichtig es ist, aus dem achten Stock des Anbaus dann in Zukunft im Restaurant einen Panoramablick über die Donau anzuschauen und entsprechend auch den Donauraum und den Klenzepark zu genießen. Wir sind dann weitergegangen bis zum Museum für konkrete Kunst und Design in der ehemaligen Kanonengießereihalle. Dort konnte ich darstellen, dass beispielsweise die Unterfangung des Gebäudes ja viel tiefer liegt, als sich das die allermeisten Menschen erwarten. Denn das Gebäude steht ja auf einem Fundament, es ist sozusagen ein Gewölbefundament. Und dieses Gewölbe selber wird ausgeschachtet und unter dieses Fundament kommt ein neues Fundament, sodass das Gewölbe in Zukunft als eigenes Untergeschoss, also als eigenes Stockwerk auch fungieren kann. Alles nicht ganz einfach. Ich möchte aber sagen, dass unser Tiefbauamt, unser Hochbauamt hier wirklich ganze Arbeit leisten. Sie bauen unentwegt weiter. Die Baumaßnahmen der Dacheinrichtungen und auch im gesamten Dachbereich laufen weiter. Und am 25.07. sind wir mit einer neuen Beschlussvorlage für das Fundament drin, denn die kleinen Mikrobohrpfähle reichen nicht aus. Das wussten wir bereits im Februar. Diese wurden jetzt neu ausgeschrieben. Und am 25.07. darf der Stadtrat darüber entscheiden. Ich gehe davon aus, dass er das auch tut, dass dann in Zukunft die Großbohrpfähle eingezogen werden, damit das ganze Gebäude sicherer steht. Das kostet ein bisschen mehr, aber auch das war bereits geplant und ist im Budget insgesamt mit drin. Wir sind dann weitergegangen zur Rossmühlstraße, haben etwas über die Rossmühle und das zukünftige Schülerforschungszentrum dort erzählt. Wir sind weitergegangen, haben dann den Bereich des Zeughauses aufgesucht, wo ja die Stadt Ingolstadt einen Beschluss gefasst hat im Stadtrat, den obersten Stock durch die Stadt anzumieten, sobald es dann mal fertig saniert ist. Das wird aber erst ab dem Jahr 2025, 26 sicherlich erst der Fall sein, dass hier die Baumaßnahmen beginnen. Aber dann mieten wir den obersten Stock an und können beispielsweise Hochzeiten im Schloss verwirklichen. Die Fußgängerzone war wie immer ein beliebter Aufenthaltspunkt, um zu erklären, was die Bodenintarsien, also die Metalltafeln, bedeuten, die die einzelnen geschichtlichen Wegmarken auch darstellen, dass in der Mitte in Zukunft Gastronomie, Aufenthalt, Spielplatz und auch Bäume und Verweilen möglich ist und dass die Bevölkerung dann sowohl nördlich als auch südlich vor den Schaufenstern in Zukunft flanieren soll. Auch die Fuge in der Mitte, die momentan noch mit einem Gummiband versehen ist, wird natürlich sauber verfugt werden. Das bedeutet, das Gummiband wird herausgenommen, bis zu 2 Zentimeter tief und es wird dann neu verfugt, sodass man am Schluss das alles nicht mehr sehen wird. Wir sind dann schließlich am Georgianum angekommen und das Georgianum selber wird in Zukunft eines unserer spannendsten Bauwerke sein. Dort wird es eine bayerische Gastronomie, das Haus des reinen Bieres geben. Es wird im ehemaligen Kollegiatengebäude das Ethikinstitut der Katholischen Universität geben. Ja, und in der ehemaligen Kirche Peter und Paul, die aber als Lager für die Brauereien im 18., 19. Jahrhundert umgebaut wurde, dort wird wieder ein Veranstaltungsraum einziehen und die Baumaßnahmen dort dauern etwa bis 2022. Viel Stadtgeschichte, viel Geld, was bei uns in Ingolstadt in die Historie, den Erhalt der Historie gesteckt wird. Viel Geld, was aber gleichzeitig auch in die universitäre und gesellschaftliche Zukunft unserer Stadt gesteckt wird. Ich denke, wir können alle sehr, sehr froh sein. Und ich freue mich, dass mich so viele Ingolstädter Bürger heute Abend wieder begleitet haben, dass sie Interesse an unserer Stadt, an der Historie, aber auch der Zukunft gezeigt haben. Und es waren eigentlich alles glückliche Gesichter. Herzlichen Dank.